Grüße dich, meiner. Auf einer meiner zahlreichen Reisen durch das Wunderland, das wir Internet heißen, stolperte ich über einen Kommentar. Er lautete: Meine persönliche Meinung ist einfach, es sollte auch im Rollenspiel keine Gewalt gegen Kinder dargestellt werden. Wenn ein Stallbursche einen Tritt bekommt, ist das etwas anderes und passt eventuell in die Darstellung. Aber wenn die Abenteurer Kinder angreifen und töten müssen, geht das definitiv zu weit. Er, also der Kommentar, befand sich unter einem DSA-Rollenspielvideo eines YouTube-Kollegen. Kurzer Einschub, ich glaube, ich brauche hier einen Idiotenfilter. Ich halte zwar keinen hier grundsätzlich für so dumm, aber da ich nicht kontrollieren kann, wer genau das Video guckt und ich schon mal im Internet war, also weiß, was da so alles rumläuft. Es geht ja nicht darum, den Vertreter dieser Meinung zu diffamieren. Ich kenne den nicht und der ist mir egal. Es geht um den Standpunkt, den er vertritt. Und der ja auch kein ungewöhnlicher ist. Also der Standpunkt. Das ist jetzt sowohl an Leute gerichtet, die sich gern irgendwie zusammen auf Einzelne stürzen, aufgrund irgendwelcher Meinungen, die dann beleidigen. Es geht aber auch an alle, die glauben, dass wir alle ein gemeinsames Hobby haben, nämlich Rollenspiel, und deswegen ganz besonders nett zueinander sein müssen und Streitgespräche gern damit ersticken, dass es halt unhöflich ist, irgendwas zu machen. Es geht also im Wesentlichen auch an alle Harmoniefaschisten, wie es das Goldene Kamel einmal so passend ausgedrückt hat. Verstanden? Schön. Weiter im Text. Idiotenfeldhände. Zusammenfassung also nochmal der Meinung dieses Herrn ist: Gewalt gegen Kinder sollte nicht dargestellt werden, vor allem keine tödliche. Ich weise explizit darauf hin, dass da nicht stand: Ich kann keine Gewalt gegenüber Kindern in Pen and Paper ertragen, oder: Ich möchte Gewalt gegen Kinder in meiner Pen and Paper Runde nicht haben. Sondern eben: Es sollte im Rollenspiel keine Gewalt gegen Kinder dargestellt werden. Mit anderen Worten geht es hier nicht mehr um eine persönliche und nicht streitbare Meinung oder Empfindung, sondern es geht hier um eine allgemein gültige Norm, die dann entsprechend für jede Gruppe gilt. Ist es fair, ihn auf das Wort sollte festzunageln, muss man sich bei jedem Kommentar über die Formulierung Gedanken machen. Ja, wenn die Bedeutung von Worten keine Rolle mehr spielt, dann bräuchten wir auch keine Worte mehr zu benutzen. Also ja. Und ich glaube, das war auch so gemeint, wie ich sie interpretiere, als allgemeine Maxime geradezu. Warum also sollte man keine Gewalt gegen Kinder im Rollenspiel darstellen? Glauben wir etwa, dass es dazu führt, dass mehr und mehr Rollenspieler getrieben von falschen Vorbildern ausziehen, um Kinder umzumähen? Ich denke nicht. Sind Kinder etwa aufgrund ihrer Schutzbedürftigkeit mehr wert als ein anderer Mensch? Denn anderen Menschen, die eben keine Kinder sind, tun wir am Rollenspiel ständig genug Gewalt an. Vielleicht sogar mehr als genug. Ist es wegen der sogenannten Unschuld? Und wenn ja, heißt das, dass falsche Entscheidungen einen Menschen seines Wertes berauben? Heißt das nicht auch, dass Mörder entweder versklavt oder zum Tode verurteilt werden müssten, denn sie haben ja offenbar keinen Wert mehr als Mensch, da sie, ne, nicht mehr unschuldig sind? Warum ist es eigentlich okay, und ich zitiere, wenn ein Stallbursche einen Tritt bekommt? Ich vermute, weil ein Stallbursche schon mindestens 13 ist und damit nicht mehr niedlich. Was dann offenbar auch zu Wertverlust führt, denn dem darf man offenbar noch Gewalt antun. Der Mensch findet junge Säuger aller Art allgemein niedlich. Und sowohl Hergang als auch Ziel dieser biologischen Gefühlsmanipulation sind mir bekannt. Und auch ich bin ihr gegenüber nicht vollkommen immun. Auch ich blicke in ein strahlendes, pausbackiges Babygesicht und höre so ein vergnügtes Quietschen und denke mir, das ist schon putzig. Und ich saß auch in einem Raum mit 30 jungen Frauen und durfte bestaunen, dass bei 90% von ihnen sofort der Uterus leuchtete, als da so ein Lehrvideo anging zum frühkindlichen Spracherwerb. Und da wurde auch ganz, also mir wurde auch wirklich warm im Bauch. Und das ist auch okay. Aber soll deswegen Gewalt gegenüber Kindern im Rollenspiel verbannt sein? Weil die Natur uns mit Hormonen vollpumpt. Ich meine, Rollenspiel ist ja eben nicht die Realität. Und Rollenspiel ist in den allermeisten Fällen brutal und menschenverachtend. Auch DSA. Ja, eigentlich gerade DSA. Denn DSA lehrt uns, dass wir auf einen Gott oder Priester oder was auch immer hören müssen, der dann feststellt, wer gut und wer böse ist und wer leben darf und wer sterben muss. DSA ist eigentlich das kleinste Rädchen im Getriebe des Faschismus. Entschuldigung, Reflex. Hör ja schon auf. Wo war ich? Ja. Rollenspiel.
kann ein episches Abenteuer mit einem heldenhaften Helden sein. Und das ist gut so. Es kann dich aber auch in den Sumpf führen, der das menschliche Zusammenleben sein soll. In ein Abbild unserer Realität. Und damit meine ich nicht ein Zerrbild, sondern ein Abbild. Man guckt halt nur normalerweise nicht überall, wo die ekelhaften Sachen sind. Wenn man zum Beispiel jetzt Spieler vor eine Entscheidung stellt, sollten sie einen skrupellosen Konzernfuzzi zur Strecke bringen, der jetzt Kinderarbeit irgendwie nutzt für seinen eigenen Wohlstand und der dann nicht immer zimperlich ist. Der werden mag Kinder verprügelt zwischendurch, wenn sie nicht arbeiten. Sollen die den zur Strecke bringen? Und wenn ja, was essen dann eigentlich die Kinder? Und was essen deren Familien? Hungern die dann? Verhungern die dann? Denn der Betrieb geht einfach wohin, wo man Kinderarbeit wieder machen kann. Ne? Sind wir mal ehrlich. Es gibt eben nicht immer ein gutes Ende. Und Rollenspiel kann halt auch aus interessanten Entscheidungen bestehen, die wehtun. Also den Spielern. Ne? Auch den anderen, aber auch den Spielern. Und Gewalt gegen Kinder auszuschließen, nimmt so viele interessante Szenen aus der Runde. Ich will sogar sagen, gerade weil wir einem biologischen Imperativ untergeordnet sind, weil wir eben Kinder niedlich finden und weil es ein bisschen komisch sich manchmal anfühlt, wenn es um Gewalt gegenüber Kindern geht. Ne? Gerade deswegen löst ja der gebrochene Arm und das blaue Auge vom 7-jährigen Hannes mehr emotionale Erregung aus, als der krankenhausreif geschlagene Mit-40er, der so irrelevant ist, dass ich mir jetzt hier für ihn nicht mal einen Namen ausdenken muss. Ich glaube, Spielleiter sollten nicht, nein, sie müssen das sogar nutzen. Warum denn so viel Potenzial wegwerfen? Ist doch gutes Rollenspiel, wenn man Spieler dazu bringt zu fühlen. Warum halt nicht Entscheidungen hart und erinnerungswürdig gestalten? Und warum nicht zum Beispiel auch mal mit Hilfe des NSCs einem Spielercharakter vorhalten, dass er das Leben von 10 Personen gefährdet hat, um 2 Kinder zu retten? Das machen die Leute viel zu selten, das ist doch aber eigentlich richtig so. Denn es ist nicht okay, wenn du das Leben von 10 Personen gefährdest, um 2 Kinder zu retten. Das ist es einfach nicht. Und jetzt kommt bestimmt dieses, aber Kinder haben ihr ganzes Leben noch vor sich, Argument. Ja und? Werten wir Menschenleben danach, wie viel davon noch zur Verfügung steht, ja? Heißt das jetzt, Krankenkassen sollen Operationen ab nicht mehr bezahlen, die so bei Personen ab 60 vorgenommen werden sollen, weil die es nicht mehr wert sind? Ich meine, das ist ja dann der weitere Gedankengang, wenn wir das danach messen. Objektiv gibt es keinen Grund, Kinder auf den Thron zu heben, auf dem sie gerade im Rollenspiel mal sitzen. Und nochmal zu der Unschuld, zu der sogenannten. Unschuld an sich ist ja nicht nur in unserem Wertesystem hier gerichtlich wichtig von dem, was man getan hat, sondern das ist so ein christlich geprägtes Konzept. Jüdisch, christlich, religiös, was auch immer. Ne? So, und damit ist es auch ein Konzept, das von wenigen mächtigen Männern konstruiert wurde und über die Jahrhunderte postuliert wurde. Die eben aber auch nur wieder den Willen irgendeiner Gotterfindung interpretieren. Und damit ist es eben auch nicht zwingend ein vernunftgeprägtes und kein aufgeklärtes und kein zivilisiertes Konzept. Kinder sind nicht unschuldig. Kinder sind auch nicht schuldig. Kinder sind halt kleine Menschen, die noch so ein paar unschöne biologische Reifeprozesse durchmachen müssen. Aber Rollenspielkinder sind erdachte Figuren in einer erdachten Welt, mit denen man alles machen können sollte, was man für seine Geschichte und für seine Gruppe für richtig hält. Und ja, das sollte genau so klingen. Ich glaube, Pädophilie kann in den richtigen Runden, in den richtigen Szenen Darstellung finden. Wenn man halt die Welt abbilden will. Und ich weiß, dass viele Eltern damit ein Problem haben. Was halt witzig ist, weil es ja gerade bei Eltern eher eine Rolle spielt mit der Pädophilie, ne? Aber sie dürfen auch dieses Problem damit haben. Sie dürfen sich auch wünschen, dass das in ihrer Runde keine Rolle spielt. Die müssen ja auch nicht in meiner Runde mitspielen. Aber es steht halt eben dann diesen Personen auch nicht zu, irgendwelche Rollenspielmaxime aufzustellen. Aber solche Aussagen musste ich halt schon viel zu oft lesen und viel zu oft hören. Und sie sind halt nicht irgendwie mit rationalen Argumenten abgedeckt. Und wenn wir heute anfangen zu sagen, Gewalt an Kindern im Rollenspiel, das sollte es nicht geben. Wo kommen wir denn da hin? Dürfen wir morgen etwa schon keine Gewalt mehr gegenüber Frauen im Rollenspiel einsetzen? Nicht mit mir.
Ah ja, ich bin's nochmal. Ganz vergessen. Falls du jetzt einen Kommentar schreibst, der die Wortgruppe, wenn du selbst Kinder hättest, würdest du das verstehen beinhaltet, dann möchte ich diesem wirklich ausgeklügelten, rationalen und inhaltlich wertvollen Argument direkt entgegenstellen. Wenn du selbst keine Kinder hättest, würdest du das verstehen. Denk mal drüber nach.